Und ich denke, es wäre wirklich nicht ratsam, wenn ich mir die Insel da drüben nicht mal kurz anschaue. Wenn ich schon so nah dran bin. Sonst bin ich das nächste Mal ja ewig unterwegs, um hierher zu kommen. So. Hab ich alle? So, von einem Kartenrand zum anderen zu fliegen, macht hier jetzt auch nicht so viel Spaß. Da würde ich mir wünschen, es gäbe einen Automodus. Ich glaube, den gibt es ja in Big Sark. Oh, Biotoxin. Biotoxin. Nicht wegspawnen. Sehr schön. Dann schaue ich mal. Ist das da auch eine Festung? Sieht so aus. Und könnte das eventuell der Sumpf sein, von dem ich gehört habe? Ein Sumpf auf einer Insel? Die Bäume wirken hier so kahl. Und das sieht nach Pilzen aus, aber das sind keine echten Pilze, oder? Keine, die ich sammeln kann. Wenn doch, wäre das super. Ich hatte bis jetzt keine Pilzquelle. Ja. Oh. Oh, yeah. Das sind Aberration-Pilze. Die brauche ich für so viele Sachen. Also eigentlich für ganz wenig Rezepte, aber die habe ich sonst nirgendwo gefunden. Aberration-Pilze. Ich nenne sie einfach so, weil ich sie nur in Aberration das erste Mal gesehen hatte. Ich weiß nicht, ob sie danach noch irgendwo aufgetaucht sind. Habe ich dann hier auch Aberration-Holz? Rare Mushroom? Nein. Nein, nein. Das ist ganz normales Holz. Ganz normale Steine. Ja. Aber ich bekomme selbst von den Stein-Mushrooms? Kann das sein? Sieht fast so aus. Ich nehm's mal mit. Da, die hier. Halten ganz schön lange. Einen Tag. 3 Minuten. Die nicht so sehr. 13 Minuten. Die muss ich in den Kühlschrank packen, möglichst bald. Ja, die halten sich halt nicht so gut. Alle mal rüberkommen. Und So, ich hatte schon länger keine Probleme mit der Stimme mehr. Was ist das da drüben? Das ist ein Baryonyx. Den hätte ich gerne, wenn ihn die Dinos davor nicht töten. Und wenn meine Stimme davor nicht schlapp macht. Also. Ich bräuchte dafür Lilith. Lilith, komm schon. Als Kugelfang. Und ich brauche Spezialmunition. Am besten, ich setze euch auf Passiv. Okay, los geht's.
jetzt schon genug. Ich habe ihn aber nicht erwischt. Und das Nachladen dauert ewig. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wie kann ich nur verfehlen? Wie kann ich nur verfehlen? Das gibt's doch nicht. Jetzt aber. Gut. Das war keine Spinne, das war eine Schlange. Die könnte ich merklich auch holen. Ich hatte noch keine Schlange. So. Schon K.O. Okay, jetzt mache ich aber wirklich mal die anderen. Auf neutral stellen. Und mitnehmen. Nein, ich wollte hier drücken. So. So viel Eier. Finde ich die alle wieder? Das ist also der Sumpf. So, Lilith könnte ich eigentlich behalten. Und ich bräuchte vielleicht Primeat oder so. Access Inventory. Haben wir Primeat? Nicht wirklich. Das ist wahrscheinlich gleich hinüber. Und Primeat Jerky? Auch nicht. Okay, das hält noch ein bisschen. Gut. Eine Level 4 Titanobohr. Ach, die kann man nicht passiv. Die kann man nicht mit K.O. schlagen. Ach, ich meine so zähmen. So. Die kann man nicht so zähmen. Schade. Und der andere Kollege war hier irgendwo. Da ist er. Das ist schon ein besserer Fang. Nein, das ist er hier nicht. Das sind Dinos, die K.O. sind. Und aus irgendeinem Grund geben sie Organic Polymer. Das ist interessant. Aber nicht, was ich suche. Also. Oh, ganz schlecht. Da geht meine Rüstung dahin. Ich habe nicht mit Piranhas gerechnet. Ich sollte die Waffe wechseln. Auf das hier. Nachladen. Da war noch mehr. Da war auf jeden Fall noch mehr. Die kommen immer, wenn man nicht mit ihnen rechnet. Schade um die Schlange. Ich frage mich, wie ich sie wohl K.O. schlagen könnte. Also, wie ich sie ziehen könnte. Das blubbert hier so komisch. So, ich mache es mir aber auch so schwer. Ich sollte Lilith mitnehmen. Dann habe ich dort ein bisschen mehr Schutz. Und ich sollte ein bisschen abladen. Und ich habe nicht nach der Torpidity vom Tierchen geschaut, das ich ziehen möchte. Das sollte ich auch. Nicht, dass es mir aufwacht.
So. Habe ich wirklich alle Piranhas erwischt? Sieht fast so aus. Ach, komm schon. Ich kann mir ein bisschen verarscht vor. Wenn ich auf, also absteige, gerade dann kommt eins her und beißt mir in den Hintern. So, ich habe überhaupt keine Narcotics dabei. Wieso kannst du dich nicht wehren? Wieso kannst du dich nicht wehren, ne? Sitzt einfach da und lässt dich anknabbern. Na, zumindest ist er eine gute Ablenkung. Und es tut ihm nicht wirklich weh. Das ist ja auch was. Aber die spawnen hier sehr schnell nach. Habe ich das Gefühl. So. Es wird Nacht. Da hinten ist was? Ein Sarko. Level 16. Könnte ich mir holen? Ich mag Sarkos. So, hier sah die Torpidity, glaube ich, gut aus. Hä? Er ist nur Fisch? Er ist nur Fisch. Ein Fehler. Ah, zum Glück habe ich etwas. Nicht viel. Aber immerhin. Vielleicht reicht das, um dich zu zähmen. Hoffentlich. Und ich sollte mir unbedingt ein paar Narcotics holen. So. Sagt mir bitte, dass einer von euch Narcotics dabei hat. Ein Level Up. Und Narcotics. Was? Wie kann es sein, dass ich ohne Narcotics aufgebrochen bin? So ein Mist. Das ist aber wirklich ärgerlich. Dann muss ich mit denen aber gut haushalten. Mit den Kleinen hier. So, hast du schnell genug Fisch? Nicht wirklich. Ich müsste noch etwas holen. Finde ich hier noch Freiwillige? Da. Ist er verschwunden? Er war eben noch da. Seltsame Dinge passieren hier. Im Sumpf. Und ich sollte wirklich nicht solche Pilze sammeln. Was ich jetzt brauche, sind die normalen. Für Narcoberries. Außerdem scheinen sie extrem schwer zu sein. Einmal abladen. Wie habe ich es nur fertig gebracht, die ganzen. So. Narcotics zu Hause zu lassen. Das ist mir unbegreiflich. Was wollte ich hier? Ich wollte überprüfen, wieso ich überladen bin. Und ich sehe gerade nichts, das es erklären könnte. Keine. Ach,
Deshalb, okay, das ist eine ganze Menge verrottetes Fleisch. Meine Fackel ist kaputt. Ich sollte schnell eine neue machen. Repair. Hier ist also der Sumpf. Man sollte immer mit einer Fackel in die Sümpfe gehen. Damit sich die Gase auch schön entzünden können. Ich habe hier wirklich ein bisschen Angst vor diesen Tarnkappen-Piranhas. Die immer auftauchen, wie sie fröhlich sind. Torpedo sieht halbwegs gut aus. Dann versuche ich hier noch ein bisschen was zu sammeln. Ich brauche Narcoberries. Hätte ich die Narcotics mitgenommen, dann könnte ich mich jetzt stattdessen darauf konzentrieren, die seltenen Pilze zu sammeln, die es hier gibt. Die Aurix und die Aquatix. Ich hätte nicht gedacht, dass der Sumpf auf einer Insel ist. Und ich frage mich, wie man wohl diese Schlangen zählt. Ich dachte, ich hätte sie früher immer K.O. geschossen. Aber eine Option, um sie zu füttern, hatte ich jetzt nicht gesehen. Nachdem sie K.O. waren, meine ich. So, ein paar davon habe ich. Und Major Bears würde ich gerne mitnehmen. Der Rest kann eigentlich weg. Oh. Rare Flowers packe ich nicht bei dir rein. Ich brauche das Gewicht für anderes. Also bei meinen Vögeln. Access Inventory. So. Wie weit bist du? Sehr weit. Das ist gut. Das ist gut. Dann kommen wir hier raus.